Ich bin der Grigol Broder und bin hier bei der TB Glaris, Projektleiter und Abteilungsleiter, Stellvertreter. Ich bin Brigitte Maurer, ich bin im Kundendienst tätig seit 9 Jahren. Unsere Firma, die Technische Betrieb, ist der Versorger für Strom, Wasser und Kommunikation. In unserem Versorgungsgebiet ist Glaris, Enedar und Nitzschl. Erdgas tun wir auch noch beliefern von Schenis, Mullis, Nevels, Mittlödi bis auf Schwandenhindern. Unser Betrieb ist, sage ich jetzt, trotz ungefähr 40 Mitarbeiter relativ klein. Es ist gleich abwechslungsreich. Wir haben verschiedene Abteilungen, die sehr vielseitig und spannend sind. Wir sind ein sehr innovativer Betrieb und haben gute Anstellungsbedingungen. Wir können regelmässig Rekascheck beziehen. Wir haben auch so schweizerische Seilbahnkarte, wo wir Vergünstigungen haben, die wir brauchen können. Und wir machen alle anderen Jahre haben wir einen gemeinsamen Ausflug mit der ganzen Belegschaft, die als Weiterbildung zählt. Und alle anderen Jahre gehen wir mit unserem Team ein Team-Event machen, das jemand dann aus dem Team dann organisiert. Wir haben gute Sozialleistungen. Und der Lehrling muss eigentlich nichts zahlen in der Lehre. Also das Schulmaterial ist alles bezahlt, die Spesen sind bezahlt, die Fahrwege, die Schule ist bezahlt. Er hat keine Auslagen. Die lernende Kauffrau verdient jetzt bei uns im ersten Lehrjahr 650 Franken, im zweiten Lehrjahr 850 Franken und im dritten Lehrjahr 1200 Franken. Der Netzelektriker-Lehrling verdient 600 Franken im ersten Lehrjahr, 800 im zweiten und 1100 Franken im dritten Lehrjahr. Der Bewerber muss sicher eine gute Real- oder Sekschülerin sein. Sie muss offen aufgeschlossen sein auch. Und wir legen Wert, dass sie kommt und schnuppern. Da sieht sie selber drin in Betrieb und wir sehen ein bisschen, wie sie auch sich verhalten, hat sie Interesse oder auch nicht. Und auch wichtig ist, dass sie das Zehnfingersystem schon beherrscht. Die Anforderungen sind von den lernenden Netzelektriker sind, schwindelfrei muss er sein, teamfähig muss er sein, zuverlässig muss er sein, er darf keine Fortsehstörungen haben. Er muss sich gewöhnt sein, auch außerhalb der normalen Arbeitszeiten zu arbeiten. Bei uns ist es ein bisschen unterschiedlich. Also, wir haben jetzt, bis jetzt haben wir noch niemanden übernommen. Wir finden es auch sinnvoll, dass vielleicht noch zuerst an einen anderen Ort hingehen, ein bisschen die Sporen abverdienen und danach vielleicht wieder eben, wie jetzt jemand, der im Empfang ist, ist auch wieder zurückgekommen. Die haben wir dann wieder genommen. Bei uns haben die Netzelektriker, die ausgelernt werden, können bei uns bleiben und können danach Weiterbildungen machen, zum Berufsprüfung können sie machen und danach die Meisterprüfung. Sie können dort in BMG, Prosmatura können sie machen, können eine Technikerschule machen und ein Ingenieurstudium.